Hey Leute, was geht dies für Jolias mit einem brandneuen Video? Heute geht's um diesen kleinen süßen Drachen hier, der gerade hinter mir ist. Ihr wollt halt gerne auch wissen, wo kriegt ihr diesen Drachen her? Nämlich, wir sind derzeit in Tukma auf ja, so einem kleinen Platz. Ihr braucht halt dafür das Turfbrett, um hier hin zu gelangen. Da geht ihr einfach ganz geschillt einfach mal hier runter. Das ist natürlich wieder Ladezeiten, das ist ja immer das gleiche hier. Und dort gibt es halt zwei bestimmte Spots, wo ihr ihn hinbekommen könnt. Einmal hier in diesem Wasser rechts. Mal gucken, ob ich jetzt was kriege. Nee, ist nur ein Newcomer. Hier in diesem in dieser Wasserstelle gibt es übrigens Newcomer, Wimplump und unser Shuin. Ich hoffe, ich komme jetzt auch schnellstmöglich hier weiter. Und es gibt nämlich noch den anderen Spot. Nämlich hier im Gras, aber hier ist halt sind halt andere Pokémon, die ich jetzt einfach nochmal einblende. Ja, ich blende sowieso alles ein mit der genauen Prozentzahl und so weiter. Also Shuin kriegt ihr halt in den beiden Spots mit 5%. Und dann gehen wir auch direkt zu der Competitive-Geschichte. Das Moveset, was ich nutzen würde, ist einmal Flut oder Flood in Englisch. Das senkt halt den Speed des gegnerischen Teams. Da Shuin eigentlich recht schnell ist mit dem Speed. Ich guck mal kurz nach, wie viel Speed war das denn? Ja, mit 81 Speed. Ja, uns glaube ich nur 5 oder 6 Tabs, die schneller sind, aber eigentlich eher weniger eine Bedrohung für Shuin. Ja. Von daher ist es eigentlich recht gut. Relax ist genau das gleiche, also ist was ganz Gutes. Dazu komme ich jetzt auch. Nämlich, es schläfert halt alle 4 Times in den, auf dem Feld ein. Das heißt, ich habe zum Beispiel Energy Drink drin, was halt dafür sorgt, dass mein Shuin zum Beispiel nicht eingeschläfert wird. Natürlich kann man das auch so handhaben, wenn man halt noch so ein tankiges Tem hat, dass man den halt dann noch, Pillow, dass dann halt noch die AP hochgehalten wird in der Zeit. Oder man nimmt auf seiner eigenen Seite halt noch Mental Tem, das immun gegen Sleep ist. So, und als Coverage-Attacken halt Aqua Bullet und Crystal Ball. Crystal Ball ist halt, mit einem Hold. Meistens setzt man halt Aqua Bullet ein, wenn man es halt direkt am Anfang einsetzen will. Ich persönlich würde sogar meinen, dass man das halt dann irgendwann mal einswitcht. Dann hat man zumindest einen Hold schon mal weg und kann dann halt alle Moves benutzen, die man will. Das ist zum Beispiel was ganz Gutes. Könnte man theoretisch, wenn man es halt so spielt, dann auch dann halt durch Iced Scarlet ersetzen. Da hat man zum Beispiel noch einen Freeze. Könnte man theoretisch noch mit anderen Temps dann kombinieren. Müsste man halt mal gucken, wie man das handhabt. Es gibt natürlich auch noch Sacrifice, was dafür sorgt, dass halt die Statuskondition von den Tem, auf dem man das einsetzt, halt entfernt werden. Plus halt die Spezialverteidigung und der und die Verteidigung um 2 Stufen erhöht wird. Der Nachteil an Sacrifice ist halt, dass das Tem halt dadurch faintet bzw. besiegt wird, wenn man es einsetzt. Ich weiß nicht, ob das so prickelnd ist, Sacrifice zu haben. Man müsste es halt noch testen, ob das sich überhaupt lohnt, das einzusetzen. Aber im Grunde wäre es halt auch noch eine Option. Kristallbald, auf jeden Fall gut, wenn der Gegner meint, er will bestimmt mich einschläfern, dann wechsle ich einfach mal zum Mental Tem. Ja, das Mental Tem, wird wahrscheinlich recht viel schaden, wenn ich sterben. Ja, im Grunde ist es eigentlich schon ein recht starker Biss. Und wenn man halt sich die Stats, also die Grundwerte auch nochmal anguckt, ich blende wahrscheinlich die einfach mal hier rüber ein. Ich glaube, das ist, obwohl... Ich blende die irgendwo ein. Ihr wisst dann, was ich meine. Ja gut, also die HP war ja 43, Stamina ist bei 90.
Das ist eigentlich ein richtig hoher Basewert. Da kann man auch recht gut mit den Moves rumspammen. Im Grunde Speed 81, richtig gut. Attack und Spezialangriff sind eigentlich fast gleich. So die, ja, mit 67 und 62, die nehmen sich nicht so viel. Defense ist halt ein bisschen schwach. Ja, und HP ja war ja auch recht schwach. Aber dafür ist Spezialdef ja okay. Wie die TV-Verteilung ist, würde ich meinen, dass man halt Shoin komplett auf HP, um das auszugleichen, dass man halt ein bisschen weniger HP hat, und halt komplett auf Speed, weil man spielt das Ding eher mehr in Richtung Damage Support, weil man halt mit Flut und Relax halt sein Team halt extrem unterstützen kann, um halt zum Beispiel die Gegner halt zu verlangsamen, dass die halt dann später angreifen und man halt dann schön durch das ganze Team sweept. Und HP halt, damit man halt ein bisschen länger überlebt. Das ist, glaube ich, das schnellste Tem, was halt Relax kann. Wenn ich mich nicht täusche. Also zumindest derzeit. Natürlich kann auch später noch welche dazukommen. Wir haben ja nur 3 von 6 Inseln derzeit. Von daher wird das ja wahrscheinlich alles noch ganz gut werden. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ihr werdet wahrscheinlich auch viel Spaß mit Shoin haben. Den süßen kleinen Drachen hier. Oh, guckt euch doch mal an. Der ist so knuffig. Ja. Ich hab mich so direkt verliebt, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ja gut. Bis dann und ciao.